Bist du eher Moderator, bist du Musiker, bist du Komponist, Produzent? Du machst ja alles. Ja, bin alles eigentlich in dem Fall. Ja, das hängt immer davon ab, was ich im Moment gerade mache. Also, aber die Abwechslung macht das interessanter. Erste Frage, über welches Kompliment hast du dich bisher in deinem Leben am meisten gefreut? Entertainment total. Zweite Frage, was tut dir aus tiefstem Herzen leid? Wenn, dann nur was aus dem privaten Bereich, und da spreche ich ja grundsätzlich ungern drüber. Ja, ja. Vierte Frage, wie viele wirklich gute Freunde hast du? Kann man an einer Hand, kann man die abzählen. Und das ist schon viel, finde ich. Ja, das heißt ja nicht, dass fünf sind. Ja. Man kann es mit einer Hand abzählen, das kann auch nur einer sein. Gebetest du? Ja, hin und wieder. Und der erste Anrufer ist jetzt schon in der Strippe, das ist nämlich der Ralf. Ja, erstmal großes Kompliment, TV Total, gucke ich ganz gerne. Sehr gut. Und nein, meine Frage wäre alleine mal, du hast nun schon so viele Prominente aufs Korn genommen und so weiter und so fort. Ist dir im Nachhinein so eine Geschichte, die da übrig geblieben ist, wo du sagst, oh Gott, im Nachhinein hat mir das schlaflose Nächte bereitet, das war mir eigentlich ein bisschen peinlich. Natürlich ist das, was wir machen, unter Umständen für den einen oder anderen, der betroffen ist oder der bescherzt wird, nicht ganz so erfreulich. Aber das gehört auch zum Geschäft. Und ich bin keiner, der versucht also Hass ist für mich keine Motivation. Und deswegen kann ich allen nur sagen, die sich vielleicht von mir angegriffen fühlen, das gehört bei dem Job dazu, den ich mache, dass das nicht durch Hass motiviert ist. Deswegen habe ich da eine relativ große Distanz immer zu. Gab es von einem Prominenten eine sehr heftige Reaktion, wo du gemerkt hast, das war jetzt also wirklich sehr krass, wie der sich gekränkt gefühlt hat? Ja, gab's. Wer war das? Ich habe dann auch mit ihm telefoniert. Er hat mich angerufen. Bitte, wer war's? Nein, doch, bitte. Nein, das gehört da. Ich meine, da bin ich ja eher ein Mann. Da habe ich mit ihm gesagt, ist okay, kommt nicht mehr vor. Ich fand es trotzdem nicht unberechtigt, was ich gemacht habe, weil ich von ganz lapidaren Scherz. Aber du hast immerhin auch angerufen. Nee, er hat mich angerufen. Also. Ja, ich konnte ja nicht, kann ja nicht direkt wissen, dass es ihm nicht gefallen hat. Aber ich bin ja jetzt keiner, der dann nicht ans Telefon geht und sagt, lass den Arsch, weil ich ihn nicht für einen Arsch halte. Und gleich geht's weiter mit unserer Gabi. Hallo Gabi, 43 Jahre alt. Hallo. Es gibt Gerüchte, dass, wenn dein Vertrag bei ProSieben ausläuft, du eine Samstagabendshow moderieren sollst. Und als Nachfolger für TV Total wird schon Oliver Pocher genannt. Nee, das ist, das habe ich auch gelesen. Mhm. Das ist aber eine Falschaussage. Das war eine verkürzte Version des Interviews, was auf einer Internetseite stand. Also sowohl das eine als auch das andere stimmt nicht. Gabi, danke für deinen Anruf. Ja, ich danke auch. Und Stefan, bleib uns treu. Wir brauchen dich. Du hast, glaube ich, auch mal vor langer Zeit unseren doch allerseits geschätzten Dieter Thomas Heck verärgert, ne? Weil du im Vollplayback den Mund nicht bewegst. Ja, genau. Da war ich eingeladen bei der goldenen Stimmgabel. Ja, das sollte genau. Ich damals bekommen, weil ich dreimal die ZDF-Hitparade, den Gewinn der ZDF-Hitparade, ich möchte fast sagen, mir erschlichen habe, durch Mithilfe meines Viva-Publikums mit Bertie Vogts damals. Ja. Und da gab es eine alte Regelung. Ich hatte ja ein bisschen rumgewütet in der Hitparade, haben wir ein Schlagzeug zertrümmert und solche Sachen gemacht. Ich war halt jung damals. Das war Sturm- und Drangzeit. Genau. Ja. Und dann gab es diese Regel in der ZDF-Hitparade, wer dreimal die ZDF-Hitparade gewinnt in einem Jahr, der kriegt automatisch die goldene Stimmgabel. Das hat Dieter Thomas Heck schon eigentlich nicht gefallen, aber er hat dann gesagt, komm, wir können jetzt nicht deswegen die Regel ändern. Und dann bin ich da hingekommen und dann... Und da lief das Lied im Vollplayback? Das Lied lief im Vollplayback und ich bin rausgegangen und habe dazu nur gelächelt. Und bin die erste Reihe abgeschritten, wo die ganzen Honorationen saßen, also vom rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten über Dr. Dieter Stolte, den habe ich allen... Professor. Professor, Dr. HC, aber nur, ja, Dieter Stolte. Und bin die Reihe abgeschritten und habe allen freundlich die Hand gegeben und die haben alle gute Miene zum bösen Spiel gemacht, habe das Mikro in der Hand gehabt, habe nicht gesungen. War aber ein bisschen sauer. Du hast gerade gesagt, ich habe gute Freunde, die passen auf eine Hand vielleicht, wenn es nur ein oder fünf. Wie wichtig ist dir Freundschaft? Sehr wichtig. Gibt es Freunde, die du gewonnen hast, seitdem du populär bist? Oder sind das ganz alte Freunde von früher? Was ganz Solides? Die meisten sind alte Freunde von früher, aber ich würde mal sagen, ein, zwei habe ich dazu gewonnen. Was sehr schwierig ist, stelle ich mir vor.
Ja, ne? Weil ich weiß nicht, ob du das schon als Freundschaft bezeichnen kannst, aber ich würde sagen, das ist relativ nah dran. Sind das Leute aus deinem Geschäft, die dir ebenbürtig sind? Ja, genau, das sind keine anderen Prominenten. Mhm. Es sind Leute aus meinem Umfeld, mit denen ich tagtäglich arbeite. Die alten Freunde, sind das so Freundschaften, dass die auch zu dir sagen, pass mal auf, Stefan, hast du aber wirklich Scheiße gebaut? Bist du zu weit gegangen im Fernsehen oder ist da doch so ein Respekt mittlerweile? Nee, da kommt es auch gar nicht zu, weil ich mit meinen Freunden eigentlich überhaupt nicht über das rede, was ich im, oder höchst selten über das rede, was ich im Fernsehen mache. Du hast, ich sagte es gerade schon, eine Metzgerlehre gemacht und die auch abgeschlossen. Genau. Und warst auf einem Jesuiteninternat, genau. Ich glaube in Bonn. Ne? Genau. Was hat dich mehr geprägt? Ja, das prägt beides auf seine Weise. Also das war ja meine Entscheidung. Das war meine persönliche Entscheidung. Ich hatte da Lust drauf und ich habe gesehen, was ich da für Möglichkeiten habe. Also gerade musikalisch war ich damals so ein bisschen schon unterwegs und so. Und da. Nein, ich meine, dass einem bestimmt doch schon solide ethische Werte vermittelt werden. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, also das ist eine katholische Erziehung, ja. Aber die wird ja nicht aufoktroyiert. Du hast die Metzgerlehre abgeschlossen und währenddessen auch noch studiert, ne? Genau, parallel dazu. Ja. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern eine Metzgerei hatten. Und ich war immer jemand, also ich wollte immer in irgendeiner Form, was unternehmerisch kann man ja in vieler Hinsicht tätig sein, das macht ja auch Spaß. Ein singender Metzger wäre auch nett. Zum Beispiel. Wir haben jemanden in der Leitung. Und zwar herzlich willkommen, Markus. Du hast ja eben ganz netterweise gesagt, oder ganz fairerweise, über dein Privatleben gibst du nicht gerne viel Preis. Wie vereinbart sich das denn, dass du wildfremden Leuten ihr Privatleben aufdeckst und das ja auch der Lächerlichkeit preisgibst im Prinzip? Ja, da finde ich, muss man schon genau sezieren. Ich glaube, dass ein Unterschied darin besteht, ob ich einen Ausschnitt aus dem Fernsehen nehme, was wir im Wesentlichen machen, darum dreht es sich auch. Also ob ich einen, der freiwillig in die Talkshow gegangen ist, freiwillig bei Vera, bei Bärbel, was es da alles auch gab und gibt, freiwillig dorthin gegangen ist und dort irgendeinen Quatsch gemacht hat, irgendeinen Unsinn, ja, der hat sich schon mal freiwillig einer Öffentlichkeit dargestellt. Ja. Und wenn wir das bescherzen, dann finde ich das in diesem Rahmen durchaus redlich. Es besteht aber ein Unterschied dazwischen, ob ich so jemanden, der sich freiwillig ins Fernsehen begeben hat, dann bescherze, oder ob bei mir zu Hause irgendwie vor der Tür heimlich ein Fotograf steht, der mir und Leuten aus meinem privaten Umfeld heimlich hinterherfährt und heimlich irgendwo unterm Busch liegt und knipst. Das ist schon ein Unterschied. Mhm. Aber lassen Sie sich das doch mal eben aufgreifen. Mhm. Das ist ja damals groß durch die Presse gegangen. Lisa Loch, das war ein Mädel, die heißt nun mal Lisa Loch. Ja. Du meintest, dass man sie auch Petra Pussy nennen könnte. War ein kleiner Scherz. Ja. Und du meintest auch, dass sie vielleicht eine Pornopartei aufmachen könnte. Nein, nein, das habe ich auch nicht so gesagt. Es gab dann einen Zusammenhang, das ist sehr komplex. Es gab einen Zusammenhang, wo Wochen später eine Matz, eine Einspielung drin war, die aber keinen Bezug auf die wirkliche Person hatte, wo nur einer unserer Autoren den Namen nochmal verwendet hatte, ohne in irgendeinem Zusammenhang. So. Das wird in den Medien immer falsch dargestellt. In diesem Punkt ist es tatsächlich so, dass, was wir nicht wussten, dass Lisa Loch zum Zeitpunkt dieser Auftritts im Fernsehen eben noch minderjährig war. Das war der einzige Fehler. Ja. Das ist ja auch okay. Das ist ja auch abgehandelt und es gibt ja, da ist ja auch Recht gesprochen worden. Mhm. Es gab dann eine Gerichtsverhandlung, eine Anzeige, muss Schmerzensgeld zahlen und so weiter. Ja, genau. Und da ist das, da sage ich, klar, da haben wir nicht aufgepasst. Ne? Und wir versuchen natürlich keinen, wir sind ja keine Unmenschen, wir sitzen ja nicht da und sagen, heute Abend machen wir den oder den oder den fertig. Ja. Lass mich grundsätzlich sagen, ich finde ja, wenn du die Promis durch den Kakao ziehst, finde ich völlig in Ordnung. Und ich sitze auch lachend vor der Glotze, wenn jemand sein Gesicht immer in die Kameras hält, dann muss er das aushalten können. Ich schreckte, das machst du heute nicht mehr, Elton macht das manchmal noch, früher doch immer so ein bisschen zurück, wenn du so alte Leute auf der Straße bloßgestellt hast und die mit Fragen bombardiert hast, die nicht beantworten konnten. Dann habe ich immer gleich Partei ergriffen für die alten Leute, weil ich dachte, das könnte meine Mama, mein Papa sein und die blamieren sich jetzt. Ja. Da war immer so mein Das ist das eine Gratwanderung? Das ist eine Gratwanderung. Ja, ja. Wir sind ja auch nicht, wir sind ja auch keine Samariter, das kann man ja mal dazu sagen. Ne? Wir wollen aber keinem was Böses. Und dass da mal der ein oder andere sich mehr verletzt fühlt, als es unsere Absicht war, das verstehe ich, kann ich nachvollziehen und jeder kann bei uns anrufen. Der nächste Anrufer, das ist eine Anruferin und das ist die Yvonne. Hallo Yvonne. Hallo. Hallo. Hallo Stefan. Hallo.
Ja, also erstmal ein riesengroßes Kompliment und Lob für alles, was du bis jetzt im Fernsehen fabriziert hast. Also ich fand alles klasse. Sehr gut. Hätte ich die alle gekauft, die hier. Nein, das ist wirklich so. Und zwar habe ich doch eine persönliche Frage. Ich weiß nur, dass das Baby da ist und dass ihr Eltern seid. Woher weißt du das denn? Ich weiß nicht. Ich finde einfach... Woher weißt du das denn, wenn ich mal fragen darf? Ach so, aus der Bild. Ach so, ja, okay. Dann würde ich sagen, da würde ich nochmal drüber nachdenken, dann da wäre ich mir dann doch nicht so sicher. Aber jetzt sag doch. Yvonne, ja. Ich finde das auch sehr spannend und ich würde das auch gerne wissen, aber ja. Ich finde, man muss das respektieren. Ja. Wenn er sagt, nee, ich will darüber nicht reden, dann finde ich schon... Ja, es ist auch nicht böse gemeint, Yvonne. Wenn du zufällig mal irgendwo in der Bahn sitzt, ich fahre ja immer mit der Bahn zur Arbeit, dann will ich dir das vielleicht mal privat erzählen, aber hier vor, wie viel gucken hier zu? 3-4 Millionen? 2,5 Millionen. 2,5 Millionen, alles. Ja. Das alles ist mir klar, ich wünsche auf jeden Fall euch, also eurer Familie, alles Liebe und alles das Gute. Das ist sehr und freundlich. Dass du, ich denke mal einfach, dass du überglücklich bist und ich finde auch, dass du dich irgendwie positiv irgendwie verändert hast, dass man das spürt oder dass man das sieht. Und ich wünsche dir ganz viel Glück und weiter viel Erfolg. Dankeschön. Das ist nett von dir, Jo. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Stefan, mit dem großen Erfolg, den du hattest und hast, ging natürlich auch einher, dass du sehr viel Geld verdient hast. Du bist ein reicher Mann. Wo hast du das denn her? Auch wieder aus der Bild. Wie wichtig ist dir Geld und Luxus? Also ich bin, das sieht man ja auch, ich bin jetzt nicht jemand, der ohne das nicht leben könnte. Ich ziehe mich ganz normal an. Ich kaufe mir auch ich kaufe keine teuren Sachen. Ich schmeiß keine großen Partys. Ich habe keine teuren Uhren. Und du bist ja auch nie gestylt, was ich sehr sympathisch finde übrigens. Ja, also ich also olle Jacke an hier. Die ist tatsächlich schon olle, aber die Schuhe sind noch oller. Soll ich die mal zeigen? Die sind schon ein bisschen durch. Ja. Aber es ist ja, ich dachte, heute Abend sieht man es ja nicht, weil ich so unter dem Tisch habe. Hast du für die Flutopfer gespendet? Das ist auch wieder so ein Punkt, den ich sehr privat finde. Mhm. Und ich, wenn ich sowas mache, ja, das niemals öffentlich bekannt geben würde. Auch nicht hier, weil ich persönlich finde, mir ist das manchmal doch sehr zuwider, wenn ich in Zeitschriften diese Fotoreisen von irgendwelchen Prominenten sehe, die sich mit Kindern in dritten Weltländern ablichten lassen, um das auch für die eigene Publicity zu nutzen. Und diesen Eindruck möchte ich nicht erwecken. Ich schenke mir noch einen Eindruck hier an. Können wir jetzt sagen, dass Wodka ist. Ja. Wir haben auch ein kleines Kotznäpfchen hier, falls du ausspucken möchtest. Ja. Das steht hier. Ne? Okay. So. Hast du eigentlich als Schlachter? Sind Metzger auch Schlachter? Nein. Nein. Hast du mal geschlachtet? Nein. Ich habe mal geschlachtet. Ja. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Wann war dir eigentlich klar, ich will doch Musiker werden und nicht Metzger und ich will ins Fernsehen? Wann war mir das denn klar? Wann kam der Wunsch so auf? Also ich habe die Historie ist ja so, dass ich parallel zur Metzgerlehre noch mal mein Studium gemacht habe und nebenbei immer so ein bisschen Musik produziert habe. Und da hatte ich dann zufälligerweise mal einen Bekannten, der bei einer Werbeagentur arbeitet und der hat gesagt, willst du nicht mal hier was machen und so. Und dann habe ich mal so einen kleinen Song gemacht und dann habe ich das da angeboten, dann fanden die das gut und haben mir auch noch Geld dafür gegeben. Ja. Und da habe ich gedacht, oh, da kann man ja mal, das ist ja interessant. Da warst du so 20, um die 20. 21 oder so, 21 war ich ja. Und dann hat sich das so parallel entwickelt. Ich wollte aber mehr Produzent sein, also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pult zu mischen. Fernsehen war... den Wunsch habe ich nie gehabt. Das war Zufall, ne? Das war purer Zufall. Ja. Also ich habe jetzt im Zuge der Vorbereitung auf die Sendung natürlich über dich gelesen, mich informiert nochmal. Und das ist wirklich unglaublich, was du alles schon gemacht hast. Ich sag mal Beispiele von den Songs. Hier kommt die Maus, Maschendrahtzaun, Bertie Vogts, hol mir mal eine Flasche Bier. Dann warst du dreimal direkt, indirekt beim Grand Prix dabei. Komponist, Produzent von Gildo Horn, dem Prinzen, Verona Feldbusch von Max. Nee, Verona Feldbusch habe ich nicht produziert, das ist falsch. Ich habe mal die Titelmelodie für die Sendung Veronas Welt bei RTL gemacht. Genau. So was. Und so weiter, und so weiter. Also es ist wirklich wahnsinnig viel. Ja. Gibt es da ein Erfolgsrezept oder ist das Glück? Ja, wenn ich das wüsste. Also wenn es ein Erfolgsrezept gäbe,
dann wäre ja alles, alles, was ich bis dato gemacht habe, erfolgreich geworden. Ist es aber nicht. Was ist nicht erfolgreich geworden? Gab es immer so ein paar kleine Sachen, die sind dann so erfolglos gewesen, dass man noch nicht mal gemerkt hat, dass sie nicht erfolgreich waren. Ja? Das sind immer wieder so geniale Ideen, auch mit euren Events. Also dann ist Wok und dann ist Springen und das funktioniert alles immer wieder. Ja, ich verlasse mich dann nur auf meinen persönlichen, auf mein persönliches Empfinden. Ja. Also auch dieses Turmspringen, was wir gemacht haben, da haben sich bei also meine Mitarbeiter, die haben gesagt, das klappt doch nicht, lass uns doch mal irgendwie. Das und das war auch für mich überraschend, dass das so ein großer Erfolg dann war. Ich gehe da immer nach meinem persönlichen Gefühl. Das ist deswegen ist es ja auch meistens so, dass bei sehr vielen Sachen, die ich gemacht habe, außer mir keiner dran geglaubt hat. Mhm. Ja, das ging los mit TV Total, was keinen Sender haben wollte. Das war ja auch mit dem Maschendrahtzaun so, ne? Genau. Dass die Leute sagten, das funktioniert nicht mehr. Ja, die Plattenfirmen wollen das ja nicht machen. Da habe ich dann gesagt, irgendwie, ich mach selber eine Plattenfirma auf zu dem Zeitpunkt. Ah ja, ne? Das war der beste Schachzug, den ich machen konnte. Stefanie ist da. Hallo Stefanie. Genau, meine Frage wäre, und zwar, wenn du noch einen Tag zu leben hättest, was würdest du an dem Tag tun? Schöne Frage. Oh, das ist aber auch wieder so ein. Ist auch wieder privat. Auch gar nicht mal. Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, willst du was Privates machen? Ja, aber das kann man, glaube ich, nicht mit einer bestimmten Tätigkeit. Ja, doch, man kann aber sagen, mit wem man zusammen sein möchte. Ja, das könnte man sagen. Ja, das ist ja klar, mit den Liebsten. Ja, zum Beispiel. Aber ich würde mich wahrscheinlich mit einem engeren Kreis zusammensetzen und nochmal Revue passieren lassen. Ja. Weil ich glaube, dass das ist was ich so anstrebe, wenn ich mal 80 oder 85, falls ich so alt werden sollte, dass ich in so einem Sessel sitze und dann zählt die Erinnerung, glaube ich. Ja. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten, die Erinnerung ist eine der wichtigsten Kapitalanlagen. Ja. Also für sich selber, für den Geist, für die Seele. Und wer spricht das denn jetzt wie aus? Antanasius? Ja, das ist richtig. 24 Jahre, hallo. 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 Guten Abend. Guten Abend. Stefan, ich habe eine Frage. Und zwar wollte ich dich fragen, heute Abend lief ja Wetten, dass? Und Thomas Gottschalk ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen. In die Haare oder in die Jahre? In die Jahre. Okay. Haare ja auch. Ja, in die Haare auch. Ob du dir vorstellen kannst, irgendwann mal eine Show wie Wetten, dass zu übernehmen? Oder? Ah, das ist so eine... Ich bin ja eigentlich... Liegt mir das, was ich mache, also wie gesagt, ich bin ja mehr oder weniger sowieso durch Zufall zu diesem Geschäft gekommen. Mhm. Und das, was ich mache, ist das, was mir persönlich, das ist für mich schon die Königsdisziplin. Mhm. Jeden Abend da zu sitzen und einen Quatsch zu machen und dann hin und wieder mal das ein oder andere Event erfinden. Deswegen ist so eine Samstagabendshow für mich erstmal gar nicht so erstrebenswert. Ich kann nicht sagen, ob ich mal so was mache oder irgendwie was Ähnliches. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Also wir machen jetzt zum Beispiel, aber das ist ja dann kein Samstagabend schon in dem Sinne, wir machen jetzt die Wok-WM, die nächste Wok-WM wird an einem Samstag stattfinden. Ah ja, ja. So, aber das ist ja keine Samstagabendshow in dem Sinne, aber... Also dein Bestreben ist nicht, da hinzugehen und dem halt dann zu bearbeiten? Außerdem macht der Kollege das ja noch gut und wie ich den einschätze... auch noch lange. Wenn ich längst pensioniert bin, macht er das immer noch. Das ist gar nicht mein Ziel. Also ich fühle mich sehr wohl mit dem, was ich mache und für mich wäre es ein Erfolg, das, was wir machen, sozusagen in einer Beständigkeit zu etablieren. Ja, ja. Zur Saskia, 21 Jahre. Hallo Saskia. Ja, hi Domian. Ja, hi Stefan. Hallo. Deine Frage. Und zwar, ich rufe im Namen vom Rabtreff.de Forum an. Ah, bin ich schon mal drauf gewesen. Was ist das? Ist das ein Film? Das ist eine Internetseite. Achso, okay, schnell deine Frage. Ja. Okay, ich wollte fragen, wenn du die letzten 15 Jahre Revue passieren lässt, was würdest du genauso machen oder was würdest du anders machen, wie auch immer? Aus der jetzigen Warte kann ich mich nur wirklich nicht beklagen. Also mir geht's ganz gut. Ja. Ja? Also nicht nur, sagen wir mal, so, nicht nur wohlstandsmäßig, aber auch ich fühle mich gut. Ich habe irgendwie ich habe nichts übrig, was ich mir so wünschen könnte. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, also was ich mache. Deswegen, da gibt es mit Sicherheit das eine oder andere, wo man sagt, das könnte man vielleicht nochmal anders machen. Ja. Aber im Großen und Ganzen bin ich da so zufrieden und glücklich und mit mir selbst doch durchaus im Reinen. Was für ein schönes Schlusswort. Fantastisch, ja. Saskia, danke für den Anruf. Ja, kein Problem.